Das ist aber ein weiter Weg, den Jesus in dieser sogenannten Antithese der Bergpredigt abschreitet. Von diesem kleinen, mal eben benutzten oder, was man dann zu hören bekommt, hingeworfenen Du Depp, bis hin zum Mord. Das erscheint uns ein weiter Weg. Das erste ist uns vielleicht vertraut, zumindest vielleicht ab und zu. Das zweite natürlich nicht. Wir haben noch niemanden umgebracht. Aber dennoch, Jesus ist offenbar der Meinung, dass das eng zusammenhängt, weil es für beides eine Quelle gibt, die Jesus an anderer Stelle des Evangeliums einmal klar verortet und beantwortet. Es ist nicht das, was von außen in den Menschen hineinkommt, wozu wir heute auch wieder neigen, obwohl wir keine orthodoxen Juden sind. Nicht das von außen, die Außeneinflüsse. Gott, was man alles sieht und was man alles hört und womit man überall konfrontiert wird. Nicht das macht die Qualität des Menschen aus, gut oder böse, sondern das, was im Menschen ist. Also das, was in uns lebt oder was wir dort leben und aufsteigen lassen. Das ist die Quelle für das, was Jesus heute mit scharfen Worten kritisiert. Vom Du Depp bis hin zum Mord. Es kommt aus uns. Es gibt offenbar eine, so etwas wie eine innere Maschinerie dafür, dass es aufsteigen kann. Man könnte vielleicht unterschiedliche Begriffe dafür verwenden. Unzufriedenheit ist eine solche, die permanent solche Worte, solche misslichen Zustände bis hin am Ende zur Gewalttat, wenn man sich vielleicht gar nicht mehr anders zu helfen weiß oder zu behaupten weiß, hervorbringt. Was kann man dagegen tun? Viele gehen heute aus einem gewissen Unbehagen heraus einen Weg zum Beispiel in die Stille. Das werden wir zunächst positiv anmerken. Aber wenn dieser Weg nur nach innen führt, landet man am Ende genau wieder dort, wo man vorher war, nämlich bei sich selbst. Und die Frage hat uns Jesus schon beantwortet. Es muss also von außen etwas kommen, das unsere Qualität bestimmt. Wir nennen das in einem sehr anstrengenden Prozess geistliches Leben, indem wir uns immer hereinreden lassen in das, worum wir uns permanent den ganzen Tag selber drehen, was in uns lebt und was manchmal leider an die Oberfläche kommt. Der Weg dieser Unzufriedenheit, dieser Misslichkeit, dieser manchmal auch geistigen und geistlichen Lethargie bis hin zur Faulheit, bis hin dazu, dass man sich nicht mehr auseinandersetzen will. Der Weg, dem zu begegnen, heißt, sich jeden Tag neu zu fragen, und das ist wahrlich anstrengend, nicht wie bin ich im Einklang mit mir selber, sondern wir wissen, dass wir das nur sind, wenn wir im Einklang mit dem sind, wie Gott uns meint. Das ist die entscheidende Frage. Wie meint Gott mich? Was hat er mit mir vor? Was verlangt er meinem Leben ab? Wie soll es aussehen? Wie soll ich leben? Welchen Plan hat Gott mit mir? Und jeden Tag bei allen Rückschlägen immer wieder zu versuchen, damit in Übereinstimmung zu kommen. Wie gesagt, das ist anstrengend. Aber das gilt es abzugleichen. Das nennen wir diesen täglichen Abgleich, dieses Hereinnehmen von Gottes Wort, was wir nicht automatisch in uns selber finden, sondern dieses Wort Gottes so aufzunehmen, dass es in uns ein Echo bildet, dass sozusagen unsere Existenz zum Widerhall dessen wird, was von außen, von Gott her an uns herandringt. Und wenn wir Pfingsten gefeiert haben, dass Gottes Geist in uns wohnt, dann gibt es eine Wohnung für diesen Sitz des Guten. Es ist unser Herz, an dem wir jeden Tag arbeiten sollen, damit es eine würdige Wohnstatt ist, damit es zu einer guten Quelle in uns wird und die andere nach und nach zurückdringt, vielleicht sogar eines Tages mit Gottes Hilfe versiegen lässt. Das meint Jesus heute, wenn er davon spricht,
dass wir noch nicht einmal so schnell hingeworfene Worte benutzen sollten, die eher unsere eigene Unzufriedenheit, unsere Missgunst anzeigen, als dass sie irgendetwas bewirken. Wir müssen sehr um Gottes Geist bitten, dass er in uns wirkt und wohnt, dass er seine Einreden und Worte in uns zum Klingen bringt und schließlich zur Tat werden lässt.